Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 3. Da mir diese Nebenmissionen auf diesen kleinen Planeten so gut gefallen, werde ich prompt die nächste kleine Nebenmission machen. Ernsthaft, ich hatte den letzten Part sehr viel Spaß damit gehabt mit dem Early Access Spiel. So, was haben wir denn hier? Okay, gut. Moment. Nach, also hier hin. Moment. Hier hin. Ich muss also in ein anderes Gebiet dafür. Moment, ist das überhaupt das Quest, was ich gerade angenommen habe? Doch, oder? Jetzt steht gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay. Prüfung der Überlegenheit. Suche die Prüfung der Überlegenheit auf. So. Nach Obsidianhalle. Ja gut, aber ich. Okay, gut. Ja, dann muss ich halt ein anderes Gebiet finden dafür, ne? Nee, vor allem stand ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich kann mal ein bisschen Munition nachfüllen. Moment. So. Ich bin voll. Wunderbar. Gut, und weil ich gerade noch hier irgendwo in der Nähe bin, kann ich ja mal. Ah ja, okay, ich muss nebenan, ich muss hierhin, alles klar, das kriegen wir hin. Dann öffne ich mal dort das kleine Versteck von Typhon Deleon. Denn auch auf diesem Planeten hat er ein kleines Waffenversteck hinterlassen. Oh. Moin, Grüße, jemand da? Ja, jede Menge Viecher. Darüber werden noch Lieder gesungen. Seht ihr das? Macht die Augen auf. Genau. Ein für den Spaß. Ja, stirb. Gut, dann finden wir mal den Gang. Hier, spiel damit. Huah. Okay, ich bin hier auch scheinbar falsch. Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich weiß irgendwas übersehen. Puh! Hinter einem Wasserfall bist du, oder? Ah, hinter einem Wasserfall. Hat er sich's hier gemütlich gemacht? Na dann öffnen wir das Ding. Geheimdepot geöffnet. Ja, wunderbar. Was haben wir denn hier? Ein Tork-Raketenwerfer. Hallöchen. Wird verkauft und das hier verkaufen wir ebenfalls. Gut, das haben wir geplündert. Jetzt bin ich auch mal gespannt, weil da waren ja zwei solche Quadrate. Vielleicht können wir hier. Moment. So. Ah, nee. Nur Muni. Okay. Dann nicht. Gut, dann mache ich doch in der Hauptstory weiter. Ist gut. Wofür muss ich dafür eigentlich hin? Wir müssen für die Hauptmission. Ach, das ist ja gleich. Parallel. Ach, das ist ja. Ist ja Traumchen. Nee, ich dachte, ich könnte jetzt noch so irgendeine spannende Nebenmission machen, aber ja, wir müssen scheinbar, wie es aussieht, woanders dafür hin. Und ja, machen wir erstmal hier die Hauptstory weiter. So. Und Nitro Boost.
Hui. Und wir sind da. Merkt euch, wo ich geparkt habe. Vorsicht, er kommt. Hier ist es still. Zu still. Darauf habe ich lange gewartet, Kammerjäger. Hier spricht General Daniel Trant. Und du bist die nutzlose Missgeburt, die meinen kleinen Bruder Samuel auf Athenas getötet hat. Ups. Tyrene Calypso sagte schon, du würdest hier auftauchen. Ich habe Sammy beigebracht, wie man kämpft. Aber du hast ihm beigebracht, wie man stirbt. Yep. Das bringe ich dir jetzt bei. Also, wie man stirbt. Nicht, dass wir uns missverstehen. Trant! Das krieg ich nie, was du nicht einhalten kannst. Ach, das weckt Erinnerungen. An schöne Zeiten. Hast du Todessehnsucht? Geht sie einfach durch. Natürlich, na klar, ja. Ich rutsche einfach durch, ihr trefft mich niemals. Ach ja, Tor, und das waren schöne Zeiten. So. Hier bin ich richtig. Na super. Sind eine Menge Typen von Maliwan hier. Schick sie lieber wieder nach Hause, Kammerjäger. Ich denke, das lässt sich einrichten. Ach, hier haben wir noch ein Ausrufezeichen. Na wunderbar. Vielleicht können wir hier trotzdem noch eine Nebenmission machen. Sobald der Schild weg ist. Aber wir müssen erst eine Menge Leute töten. So, und dann machen wir den hier noch. Wieder, Game Over. Moment, ich weg. Dafür wurde ich geschaffen! Brauche mehr Dagger. Dagger. Wir sehen uns in der Scheiße, die Wand an, was für eine Schlacht! Du bist unglaublich! Ja, danke. Ich bin unglaublich, aber wahr. Ja, den Booster haben wir aufgehoben. So. Komm, ich schütze. Und ja, wir gucken, wenn wir mit der Waffe schießen, durch eine Flasche, die an der Waffe befestigt ist. Typhon, du kannst jederzeit mit anfassen, wenn du willst. Du bist ein Kammerjäger, von dem her, du bist herzlich willkommen. Hey, bleib hier. Ja, nimm das. Du hast nur einen Job. Das war nur der Bodensatz. Mal sehen, wie du dich gegen meine Elite schlägst. Elite-Trupp von wegen. Besiege Elite-Mac. Power Armor ist für Pussies. Mit Blut. Falls das nicht klar war. Au, den habe ich gespürt. Spiel damit. Und ich lebe wieder, du Trottel. Gefällt dir das, ne? Easy. Vollkommen recht. So, nee, da komme ich nicht hoch. Also ich muss da irgendwie drüber springen. Wie kriege ich das am besten hin? Natürlich, im toten Winkel, der Moment mal. Oh, ich habe eine Idee, pass auf. Scheiße.
Ja, die muss ich. Warte mal, wenn ich weit genug. Warte mal. Wenn ich hier oben drauf springe, dann dürfte ich doch theoretisch den Generator erwischen. Jetzt jagt den Generator hoch, Kammerjäger! Bei der Klinge kann ich nochmal kurz nachladen. So. In Ordnung! Die Brücke zur Kammer ist direkt voraus! Ja, nichts wie rein da! Und treten wir nebenbei den anderen Turnt in den Hintern. Was habt ihr hier für mich? Töte den Seuchenschutzbeauftragten. Okay. Du sitzt in der Luft, Kumpel. Na komm, renne. Brutal! Brutal mächtig. Hyperion, es wird erst mit jedem Schuss präziser, den man abfeuert. Hervor ist und damit verdammt unpräzise. Mann! Lutsch mir meine große Brudereier, Kammerjäger! Trump! Ich bin auch ein großer Bruder. Er hat die Brücke zerstört! Was für ein Schmuck! Keine Angst, es gibt einen anderen Weg zur Kammer, aber das wird nicht leicht. Jetzt darf ich den komplett anderen Weg nochmal laufen. Schön zur Abwechslung mal Gesellschaft zu haben. Hab seit Jahren mit keinem Menschen gesprochen. Bin vor Jahrzehnten abgestürzt. Seitdem stecke ich hier fest. Ich musste echt kreativ sein, um hier zu überleben. Willst du mein Geheimnis wissen? Ich bin echt schlau. Ich sage immer, schlau ist gut. Klein auch. Man kann sich überall reinquetschen. Und hässlich ist am besten. Die Leute wollen einen nicht ansehen. So kann man perfekt schleichen. Und ich schleiche eine Menge. Seit Moneyborn aufgetaucht ist, habe ich mir Technik gemopst und ihre Echos abgehört. Tolle Produkte, aber beschissene Sicherheit, wenn man schlau ist. Clever, merke ich mir. Hey, so. Coyote! Vaughn sagt, Pandora zittert wie ein Eisgag mit Fieberträumen. Kein Wort von Tyreen, aber wir halten dir den Hintern frei. Was mein Lieblingsteil von dir ist, wie du weißt. Und Typhon? Darf ich dich Typhon nennen? Gibt es eine Mrs. De Leon? Ja, Leda. Die ist aber tot. Oh, das tut mir sehr leid. Ja. Kammerjäger, wenn sich die Gelegenheit ergibt, hol mir bitte ein Autogramm von Typhon De Leon. Und eine Haarsträhne ist für Forschungszwecke. Ja genau, jetzt könnte man zum Beispiel, ich habe ja schon im letzten Part ein bisschen, ich hatte eine kleine Idee gehabt, ja, dass man ja ein Borderlands der Pre-Prequel machen könnte. Und ja, Tron spricht wieder, ich höre es. Du kannst nicht wegrennen, Kammerjäger. Naja, du kannst schon, aber ich finde dich in meinem Schiff, damit das klar ist. Das hat den Vorteil, dass ich damit im Vorteil bin. So, jedenfalls, meine Idee war gewesen, man könnte ja dann sozusagen die Geschehnisse von Typhon De Leon erleben. So wie diversen Begleitern, denen er unterwegs begegnet ist. Das Blöde, man hat dann wieder vier Charaktere zur Auswahl. Und die Sirene, es könnte theoretisch dann diese Leda gewesen sein, von der er gesprochen hat. Aber ja, mit der Sirene, da hatte ich halt die Idee gehabt, dass das halt wirklich durch ihr überhaupt erst der Begriff Sirene geläufig geworden ist. Da sie halt mit ihren Sirenenkräften durch Gesang halt die Gegner beeinflussen kann. Dass sie sich ihnen entweder anschließt oder was auch immer, Selbstmord begehen, sowas in der Art. Und ich will einfach nur hier durch. Warum komme ich denn nicht durch? Ich spiel mit denen da. Das war so eine Idee von mir gewesen. Wo das herkommt, gibt's noch viel mehr! Genau. Komm doch näher! Na, der will nicht, der wird gerade in ein schwarzes Loch gesaugt. Wo sind sie? Hier, da, ich sehe einen, da. Da sind sie. Ah, sehr schön. Es hat aufgemacht. Danke sehr, Gespenst.
Okay, Daniel, dann muss ich dich leider umbringen. Oh, Bosskampf, was? Das ist für meinen kleinen Bruder Sammy! Das ist ja nicht dein Ernst. Ja, Schwachpunkt auf dem Rücken, das ist mir bewusst. Das kann man. Ah, du Dreckiger! Ach, Drohne geht gerade nicht. Ich habe gerade auch keine gute Schockwaffe dabei. Problem. Aber der hat Schock, der kann mich schockieren, der. Der Garstige. Auf den Rücken, ich muss auf den Rücken zielen. Vielleicht kann ich die Drohne raushauen, dann ist er damit erstmal beschäftigt. Auf den Rücken. Ah, er ist resistent dagegen. Ah, Dreckiger. Puh, kurz durchatmen, ganz kurz. Okay. Mach dich ans Werk! Ja, da, den da. Den hab ich gespürt. Greif den da an, diesen garstigen. Ich lebe wieder. Nicht abkratzen, komm. Der Rücken, das auf dem Rücken sieht verdächtig aus. Kann ich die Kugel nicht irgendwie abschießen? Ja, kann ich sogar. Ah. Ah, okay, hier. Puh, Rettungsanker ist geworfen. Danke sehr, Rettungsanker. Ah, diese dreckigen Kugeln nerven. Thrawn, du nervst übrigens auch. Wählt da bloß nicht drauf ein, ja. Ah, ihr dreckigen Kugeln. Okay, okay. Ah, schock ich doch. Ich komme mit der Schrotflinte schockierend den Schaden anrichten. Sehr gut. Den Typen, den merke ich mir. Aber Thrawn, den fülle ich hiermit ab. Mit der Schrotflinte. Problem, ich muss nah genug an ihn rankommen. Komm schon, Schild. Rumpfe. Für den toten Winkel, sehr gut. You've got the high ground, aber ich bin gerade im Vorteil. Das gefällt mir. Mal Granate, Granate. Jetzt kommt der runter, jetzt kommt er runter. Jetzt will er in den Nahkampf gehen, jetzt will er Beef. Hier, spiel mit dem hier, und Rettungsanker. Haha. Wir haben niemals im Leben gerechnet. Bäh. Oh. Oh, schön auf den Rücken, schön auf den Rücken. Ah, jetzt kommt er mit Säure, okay. Magst du nicht, wenn man nach Brücken schießt? Sehr gut. Über dir. Ah! Bah! Scheibenkleister. Ist irgendwo ein paar Trottel zum Abschießen? Nein. So ein Dreckiger. Aufregen. Also aufregen tut es mich gerade wirklich, aber. Ah, das ist doch Mist. Wer zeigt? Okay, ja, ich gehe mal links lang. Der ist noch ein Kerl, den ich abknallen kann. Der Typ nervt, ich bin ehrlich. Oh. Ein gefressener Claptrap. Her damit. Und wurde dann von einer Pflanze gefressen. Der Kreis des Lebens, Baby! Der S4 wird
vor und nervt. Er muss sterben. Jetzt. Sofort! Gut, habe ich noch irgendwas anderes, was Dagger macht, irgendwas. Ja, ich könnte mein Glück ja damit mal probieren, aber ich weiß nicht, ob das zu ratsam ist. Ich kann es mal probieren, aber ja. Gut, ich habe ein Dagegewehr mit Säure, ich habe das mit Feuer. Beides nicht unbedingt effektiv gegen ihn. Ein Schocksniper. Oh, das macht aber nicht wirklich. Vergleich mir mal den Schaden. Ich weiß nicht. Das Gute ist, ich kann noch sicher in Entfernung bleiben. Legen wir das mal. Oh, ich habe noch einen Schockraketenwerfer. Mensch. Das ist so mehr mein Ding, ja, ja. Stimmt ja, da war ja was. Early Access, hm. Theoretisch, warte mal, theoretisch, das dürfte klappen. Aber wiederum, ich mache passiven Schaden mit dem Schild, also. Ich probier's auch mal. Ich glaube, ich bin jetzt gut ausgerüstet. Okay. Tief einatmen, das schaffst du schon. Obwohl, warte mal. Kann ich die von hier aus sehen? Warte mal. Ich habe eine Idee, pass auf. Double Agent, bleib mal hier oben. Ich triggere den Typen und teleportiere mich zurück. Okay, es klappt nicht. Schade. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich vorgehabt habe, oder? So, abgelenkt. Jetzt muss ich auf den Rücken schießen. Ich muss auf den Rücken schießen. Genau. Meine Leben, die gehen auch ziemlich zur Neige. Das Schauschützengewehr ist gar nicht mal so verkehrt. Kugeln nerven. Spiel mit dem da. Spiel mit dem. So. Fatal ist mein zweiter Vorname. Sein Fatal Flip. So. Weg da, Kumpel. Ja, so. Schon ein bisschen vorschwächen, jetzt ist er ein bisschen geschwächt. Und wenn ich am Boden liege, dann gebe ich ihm den Rest. So ist der Plan. Den Rücken auf den Rücken. Ah, Mann, keine Munition mehr. Okay, zum Munitionskisten, aber ich habe einen Raketenwerfer übrig, den kann ich ja ebenfalls noch verwenden. Okay, ganz ruhig. Spiel damit, Kumpel! Game over für dich! This is the end for you! This is the truth place for your final resting days. Der Schild ist gleich weg, gleich ist er weg. Gleich bin ich aber ebenfalls weg. Sehr schön, jetzt kratzt mir seine Leben an. Okay, okay. Mein Leben, ja, die gehen auch langsam zu Neige. Das ist nicht gut. Aber Säure, das frisst sich 0,0 durch seine Panzerung. Das ist wiederum gut. Scheiße, das ist scheiße. Ja, gibt's irgendwo ein paar Gegner. Irgendwo, irgendjemanden. Irgendeinen Dulli. Irgendein Handlanger. Ein Helferlein, was niemand vermissen wird. Scheiße. Den Typen hasse.
Anfang von New You erhält Hyperion alle Rechte an deiner Lebensgeschichte. Nicht aufregen. Es hält mir gerade verdammt schwer, mich nicht aufzuregen. Nicht aufregen. Okay, gut. Die Sache mit den Scharfschützengewehr hat ganz gut funktioniert. Ganz ruhig. So. Okay, ganz ruhig. Ich rege mich nicht auf. Spiel mit dem, dann teleportiere ich mich hin und her. So, jetzt bin ich hinter dir. Was willst du tun? Jetzt wieder dir. So. Ah, du Dreckiger! So ein Garstiger. Schockierend, nicht wahr? Doch nicht so clever, einen Energiegenerator auf den Rücken mitzunehmen, wa? Ja. Ah, oh, war's knapp. Puh. Das ist eine Spritze, das merke ich mir noch. Ja, muss schon rücken, genau. Spritze, hier ist eine Spritze, sehr gut. Alter Schwede. Wie ich ihn hasse. Ich hasse ihn so sehr. Purer Hass. Jetzt lass ich dich mal die Arbeit machen. Vor allem, das ist ein Gegner. Ich war auch froh, als er eigentlich tot war. Und jetzt kommt er nochmal wieder. Er kommt. Ja, er ist resistent gegen Säure, aber egal, zack. Stirb einfach. Fällt einfach drauf. Jetzt habe ich noch den hier. Hier. Den 10 Revolver schon. Ja, kennst du. Schon Bekanntschaft damit gemacht, ja? Warte, Dulli, komm mal her! Ah, hast du verdient! Stirb schön! So, Raketenwerfer. Ich habe noch einen Raketenwerfer. So. Nein! Oh, war es knapp! Spritzen, das sind Spritzen, sehr gut. Aber hallo. Nein! Munition, her damit, schnell. Das war knapp. Ah, Säure, ja. Schrotflinte, mein Guter, ich stirb einfach. Fuck! Wo ist hier ein Dulli? Wo ist hier? Da! Da ist Dulli! Dulli, komm her! Fuck, ich kann nicht sehen, ich bin blind! Dulli! Du Dreckiger! Ja, wir reden nie wieder davon, genau. Das ist eine gute Idee, wisst ihr was? Ich mache einfach eine andere Nebenmission. Warum auch nicht?
Ich werfe nicht die Flinte ins Korn, aber ich hau einfach mal ab. Was gibt's denn noch? Ja, was hat er eigentlich mit dieser Mission auf sich? Beziehungsweise, was haben wir denn hier? Mr. Torque! Oh ja, warte mal. Randvoll mit Drecksäcken, die ich umnieten kann. Zum Schlachtstern, ja, da gehen wir mal hin. Da gehe ich jetzt hin, das gefällt mir. Mr. Torque ist mein Freund. Da gehe ich hin. Irgendwo, wo ich nicht unbedingt sterbe, also... Super. Ja, da brauche ich mich auch nicht groß rechtfertigen, also... Was ist das für ein Drecksack? Ich war froh, als der Typ tot war. Ich war so froh. Vor allem, da hat er auch diese scheiß Schockdinger, die einen verfolgen und dann ist er resistent gegen alles, außer gegen Schock. Warum muss man unbedingt einen Bossgegner, den eh alle kacke fanden, warum muss man den wieder reanimieren? Warum? Und ihn dann noch beschissener machen, als er ohnehin schon ist. Ah, nicht aufregen, nicht aufregen. Wir fliegen zu Schlachtstern 3000. Dann gehe ich zu Mr. Torque und dann trinken wir ein Schlückchen Tee und dann geht es uns allen wieder besser. Und dann sehe ich vielleicht wieder Regenbögen, wenn ich sterbe. Aber nee, sterben will ich ja nicht. Sagen wir einfach, ich sehe so Regenbogen. Punkt, das Ende. Das Ding sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Nette Beute und jetzt kauf was. Ja, gib her. Mit dir, Marie. Warte mal hier. War doch gut, hier nochmal herzukommen. Torque, ich bin mal auf dem Weg zu dir. Verlaufen, ja, das passiert mir sehr häufig. Das ist... Warte mal, hat der Stachel noch im Rücken? Cool, das ist eine coole Rüstung. Cool. Kumpel, du hast eine coole Rüstung. Warum die Kalypso-Zwillinge so gefährlich sind? Weil das Egomanen mit Minderwertigkeitskomplexen sind. Sehe ich genauso. So, wir fliegen jetzt vollkommen woanders hin. So, ja. Was geht, Killer? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich sehe ihn, komm rüber. Oh, ja, das sieht schon aus wie ein Maliban-Raumschiff, ja. Das ist ein zerstörtes Maliban-Raumschiff. Okay. Wir gehen da rauf und töten einfach alles, was sich bewegt. Ist das der Plan? Ja, wir sind hier, genau. Benutze Landekapsel. Okay, da bin ich doch auf dem Weg hin. Nee, warte mal, Ellie, warte mal. Hallo? Ja, warte mal, ich muss noch einmal rumgehen, dann bin ich da bei diesem Ellie-Ding doch. Jetzt, genau jetzt. Ja, das passiert mir, das ist mein Raumschiff, das ist so groß, dass ich mich gerne mal verlaufe. Verlaufender Kamera. So, hör auf da, wir erobern jetzt diesen
Slowtor 3000. Oh, wie gut das tut. Oh ja, schön. Schön grüner Tee. Oh. Ich reg mich nicht über den Typen auf. Okay, ich reg mich gerade über Thorndorf, aber egal. Ist mein gutes Recht. Oh, noch mehr Idioten von denen. Nein, wieso? Zeigt mir, aus welchem Stahl ihr gemacht seid! Yes, Mr. Torg! Den kenne ich noch vom Badass Crater of Bad Attitude. Aber so hieß die Gegend nicht. Badass Crater of Bad Attitude! Gummi, bin ich hier richtig beim Badass Crater of Bad Attitude 2? Natürlich, jetzt habe ich auch ein Level abbekommen. Natürlich, ja klar. Warum habe ich das nicht früher bekommen? Nein, ausgerechnet jetzt, wo ich dann die Flinte ins Korn werfe, wisst ihr? Was war das nochmal? Das war... Ja, Granatenregeneration, aber ich werfe hier keine Granaten. Kann ich ja nicht, ich kann keine Granaten werfen. Klingt komisch, ist aber so. Hm. Das hier unten war noch was nochmal. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Her damit. So. Jetzt aber. Reden. Hey, Kammerjäger. Dies ist das Malibon-Gemetzel, gesponsert von Tork. Wir haben hier ein paar Malibon-Arschlöcher, die es mit dir aufnehmen wollen. Selbst wenn sie dabei draufgehen sollten. Und das hoffe ich doch schwer. Also geh da rein und lass keinen von diesen Trotteln davonkommen. Yes. Welches Gemetzel ist das nochmal? Scheiß drauf! Los, ab geht's! Nein, Thorn töten wir nicht. So, wir töten die Idioten da drüben. Hehe. Die werden was erleben. Zeit für mehr Gemetzel! Oh, die sind auch alle Level 40. Hoppla, da habe ich die ein bisschen unterschätzt. Wisst ihr, jetzt auf einmal klingt General Thorn gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht soll ich mein Glück trotzdem noch bei den Typen probieren. Oh yeah, bleib liegen. Huah! Ach, 5 Runden gibt es. Ja, super. Habe ich irgendwie nicht so wirklich Bock drauf. Okay, wenn ich schon mal hier bin. Ich hab's mir ausgesucht. Aber ich dachte, die wären Level 39 oder darunter. Was auch immer. Man kann nicht alles kriegen. Hier, komm, stirb, stirb. Bam. Bam! Er will noch, er will noch. Die da wollen noch. Ah, nicht beleidigt werden, ja? Töten ist in Ordnung, aber keine Beleidigung, ja? Der schießt nur, der weicht einfach raus. Hat. Ja, der wechselt die Position. Ja, klar, weil meine Schüsse zu lange dauern. Autsch. So, boom. Nächster, der da. Mal Vorsicht. Mist. So.
Da, die kommen von oben runtergesprungen, okay. Ja, diesen Level 38 und so, damit komme ich klar, das ist Ventil für mich. Wow, okay, ich dachte, ich sterbe jetzt, weil ich irgendwo runtergefallen bin, aber okay, ich lebe noch, sehr schön. Komm, wir reden ein bisschen. Zieh auf die Klöten! Nein, danke. Hier, stirb. Na, jetzt. Komm schon, komm schon. Okay. Wir wollen Krieg, den können wir so gerne haben. Komm schon, noch eine Schelle. Okay, noch eine Schelle. Bam. Ja, zack. Er ist richtig schön reingeschleudert. Und? Na gut, der war vielleicht ein bisschen zu weit. Stirb! Das war ein schlechter Wurf. 17 Schuss, wollen wir mal wechseln hier. War. So. Wechseln wir jetzt zu den hier. Hey! Boom! Hat er gerade gesagt, er hat sich einen Anzug geschissen? Jim Talk, man kann gar nicht oft genug Fuck sagen. Ach nee, drei. Drei Wellen soll ich abschießen, das kriege ich hin, das ist kein Ding. Das sag ich jetzt noch, ich weiß. Vielleicht werde ich es verfluchen. Komm, komm, komm. Ah, dreckiger. Doch. Was schön ist, weit offene, weitläufiges Gebiet, das gefällt mir. Das heißt, ich kann hier schön Hit and Run machen. Das würde ich mal mit Hit and Run Technik. Ja, ich weiß hinter mir. Ich werde gerade flankiert. Moment, ich drehe mich um und sehe einen Idioten, der die Treppe hochkommt. Ja, und das. Ja, weich meinen Schüssen aus. Das liebe ich. Ich mag Gegner, die meinen Schüssen ausweichen. Ja. Das sind meine besten Freunde. Jetzt stirb schon. Ja, nicht. Und jetzt klassisch Old You. Huah. Warte, hinten ist noch ein Pansen. Dreckiger. Dreckiger. So, wer stirbt jetzt? Ja! Der Badass muss weg. Der Badass muss weg. Er hat sich für einen Revolver erhalten, aber das ist er nicht. Bam! Okay. Durch die Korrosion gestorben, egal. Ein Sturmsoldat, beziehungsweise Stormtrooper. Ja, der kommt weit. Jetzt gefällt dir was? Die sollten mal stillhalten. Ich versuche die nur zu erschießen.
Ist das denn wirklich moralisch so verwerflich? Ja, stirb! Ja, das. Ja, bam. Ah, ich habe nicht mehr so viel Schuss übrig. Ah, ich wechsle mal lieber. Der Torraketen dafür gefällt mir. Komm schon. Nein, kein Bonus. Du bist tot. Bumm. Darüber werden noch Lieder gesungen. Auf jeden Fall. Wir können nicht mal den Arsch einer Kuh von mit Meldenschild treffen. Den Arsch einer Kuh mit einem Meldenschild treffen, das ist gut. Was, du willst noch? Komm her, komm her. Ich bring dich um! Bonus? Du kriegst einen Bonus, sag. Du kriegst zwei extra Schrauben. Hey, du da, bam! Genau das. Das verdienst du. So. Ich werde beschossen. Was soll ich tun, wenn auf mich geschossen wird? Aber das gefällt mir irgendwie besser als dieser Bosskampf mit Thrawn, wenn ich ehrlich bin. Da ist der Typ, auf den ich geschossen habe. Ja, komm. Ja. So. Bam. Der Sniper muss weg. Da ist ein Trottel hier. Jetzt lass ich dich mal die Arbeit machen. Du warst doch nicht so schnell, Kumpel. Sonic, you're too slow. Ah, noch so ein Jetpack-Sniper. Ich hasse diese Typen. Nein, nicht auf mich! Auf ihn! Werde ich niemals mit dem Ding erwischen. Obwohl. Ja, aber auch Versuch wert, nicht wahr? Und er kommt. Hast du Todessehnsucht? Der da auf jeden Fall. Sehr viel Todessehnsucht. Der sehnt sich danach. Ja. So, aufheben. So. Da drüben ist einer. Da, warte mal, warte, warte. Doch, hörst du. Da ist er. Ist hier kalt oder so? Du zitterst ja.
Ganz ruhig, wir kriegen das hin. Du kommst nicht vorbei! Doch, komm ich. Er kommt. Ärger auf Autopilot! Fatal ist mein zweiter Vorname. Hey, Fatal, Fatal ist Flint. Flint. Mist, mein Stopp hat aufgehört. Ah, warum? Wie lange nehme ich schon auf? Verdammt. Das ist ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich schon aufnehme. Okay, ich sag mal, ich mache noch... Die eine Runde mache ich jetzt noch fertig und dann beende ich die Aufnahme langsam. Wieso gibt meine Stoppuhr ausgerechnet jetzt den Geist auf? Jetzt, wo ich mich 100% hier auf den Kampf konzentrieren muss. Tränker. So, Double Agent ist auch gerade nicht verfügbar. Das ist schlecht. Das wird, ich habe gerade ein bisschen so Zeitdruck. Das ist überhaupt nicht gut. Zeitdruck ist immer so dieses Manko, wo ich die meisten Fehler begehe. Nein! Scheiß die Wand an. Warte, warte, das könnte ich vielleicht noch schaffen, oder? Tut mir leid, ich musste gerade was werfen. Ja. Ich bin ehrlich, das ist eine der schlechtesten Aufnahmen, die ich seit langem gemacht habe, ey. Wieso? Genau, werfen wir nochmal schnell die Tidior-Schrottfinte weg. Obwohl Tidior wirklich in dem Teil wirklich viel cooler geworden ist. Ey, eigentlich, ich hatte wirklich so eine gute Laune gehabt beim Beginn der Aufnahme, aber jetzt zum Schluss geht das immer mehr in so eine Richtung. Wieso klappt das nicht? Wieso funktioniert das nicht? Wieso? Okay. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich General Twant in den Hintern trete. Bis dahin sage ich, passt auf euch auf. Ciao.